Ja, hallo meine lieben Freunde, da bin ich wieder mal, euer Uwe, mit einem kurzen Update. Osterwochenende ist vorbei, also Semana Santa ist rum und ich bin jetzt hier mal wieder unten am Strand von Daimus. Und ihr seht natürlich einen riesen Unterschied zwischen Ostern. Es ist nämlich so gut wie leer hier am Strand und das ist natürlich kein Vergleich zum Osterwochenende, wo alles hier voll war. Natürlich hat das Wetter da auch großen Einfluss drauf und wir hatten ja Osterwochenende, hatten wir ja wunderschönes sonniges Wetter. Mittlerweile ist das Ganze natürlich wieder hinüber und ja, heute früh hat es geregnet und ihr seht natürlich auch hinter mir, wenn wir so ein bisschen aufs Wasser schauen, seht ihr die dunklen Wolken, die da immer noch sind und auch immer noch aufziehen. Wobei hinten Richtung Hafen habt ihr natürlich die Sonne rausgucken. Das ist also ein wahnsinniges Wetter. Das ganze Wetterphänomen ist ja dieses Jahr schon etwas komisch. Also es hat ja jetzt gerade auch die letzten Tage rings um Madrid hat es Schneefall gegeben. Also das war natürlich auch so in der Art, wie die Spanier sagen, die letzten 100 Jahre nicht mehr so krass wie im Moment, auch mit dem Regen und generell mit dem ganzen Wetter. Aber gut, jetzt sagen einige, ja Uwe, wärst du doch in der Karibik geblieben und hättest du da jetzt wieder Business. Ihr dürft eins immer nie vergessen, die Karibik wunderschön, alles toll, alles traumhaft, aber da gibt es auch Probleme. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und ihr vergesst immer eins, dass in der Karibik jetzt von Juni bis November wieder die Hurrikansaison startet und lassen wir uns mal überraschen, was da dieses Jahr passiert, wenn das Wetter in der ganzen Welt so ein bisschen verrückt spielt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe es nicht, aber man weiß nie, was kommt. Also ich bin mittlerweile doch relativ froh, hier wieder in Europa zu sein und hier das Projekt, was wir ja hier starten, ja, zu machen. Update zum Projekt. Es ist so, dass das zweite Häuschen ist hochgemauert, das Dach ist drauf. Rings ums Grundstück wird gerade der Zaun gezogen. Erstmal so ein Maschendrahtzaun, dann wird da ein Sichtschutz drumherum gemacht. Und dann geht es im Grunde genommen innen drin weiter. Meine kleine Wohnung ist soweit fertig. Also mir wurde gestern die Satellitenschüssel installiert. Ja, meine Freunde, das war der Sascha gerade, er hat mit seinem Riesenbohrer, hat er da gerade mal eben ein Loch gebohrt und da geht es jetzt darum, dass mein Kabel von meiner Satellitenschüssel da nämlich installiert wird und da geht es darum, dass der oben einen Fernseher bekommt und damit Fernseh gucken kann. Ne? Das ist hier richtig Luxus, wird hier angesagt, du. Da steht der Werner schon, der macht dann schon das dicke Kabel fertig. Dann kommt das da aufs Dach und da kann der Uwe heute Abend deutsches Fernsehen gucken. Stellt euch das vor. Deutsches Fernsehen oder morgen oder übermorgen erst, weil der Strom da wieder wegfällt oder irgend sowas passiert. Guck mal, wie sie gucken, du, die Männer hier. Geh doch mal um die Ecke, deine Schüssel hängt schon. Nein. Doch. Die sind schneller wie der Schall, hey. Und dann weißt du, und dann haben sie es falsch hingehängt, da kriege ich heute Abend japanisches TV. Da kriege ich japanisches Fernsehen heute Abend und dann stehe ich da, verstehst du? Oh Mann. Wow. Hallo. Hier wird der Zaun wird gemacht ringsrum. Da hängt die Schüssel schon an der Wand, du. Mein lieber Freund, hey. So, da steht da der Fernseher. So schnell geht das hier, du. Zack, bumm. Der Fernseher da. Und jetzt wird er da noch angeklemmt. Und da wird das ganz professionell wird das eingestellt. Einer sitzt auf dem Dach und dreht die Antenne und der andere schreit hier unten. Wie es so ist im Leben. Nichts mit Gerät und tralala. Nein. Hätten wir aber auch. Ist alles vorhanden, aber es geht anders besser. Ja. Also ich habe gestern Abend schon so ein bisschen geschaut. Also ja, es ist alles dabei. Ja, auch First Dates und so weiter kann der Uwe wieder gucken.
ja, ich bin seitdem ein Fan, klar, von dieser Serie. Und wer eine Partnerin sucht, kann ich das nur empfehlen. Bisschen Werbung für First Dates. Und was gibt's noch? Also Häuschen ist soweit gemacht. Ringsherum wird gearbeitet, wird getan, was getan werden kann. Wenn der Regen natürlich kommt, wird pausiert. Das ist halt immer sehr hinderlich. Wenn der Sichtschutz soweit gemacht ist, ums Grundstück herum, geht es dann los mit dem Pool. So, und das wird das nächstgrößere Projekt. Ich denke, der wird nächste Woche mit begonnen, dass also da der Pool so ein bisschen ausgehoben wird. Und wir haben die verschiedensten Szenarien jetzt mal geplant, wie es denn aussieht, wenn da jetzt schon in geringem, tiefen Grundwasser kommt und so weiter, was wir dann wie machen. Es wird vermutlich so aussehen, dass wir so tief wie es geht runtergehen und dann nachher den Rest im Grunde genommen oben aufbauen mit Erde, dann wunderschön rundherum, sagen wir mal, verkleiden. Und also, dass man da so einen kleinen Hügel im Grunde genommen im Garten hat mit dem Naturpool. Also ja, bei der Polizei war ich auch schon wieder wegen meiner Residenzia, also wegen meiner permanenten Residenzia. Da ist ja ein Fehler gewesen. Ich bin ja in Mallorca 6 Jahre älter gemacht worden, wie ich bin. Wäre nicht schlecht, wenn ich schon Rente bekäme deswegen, aber das ist nicht so. Und jetzt versuchen wir natürlich das Geburtsdatum zu ändern, was nicht so einfach ist. Und ich müsste im Grunde genommen nach Mallorca das direkt vor Ort, da wo es ausgestellt wurde, ändern lassen. Aber die Polizei hier ist so lieb und nett und freundlich und hat da ein Ersuchen gestellt nach Mallorca, dass das da geändert wird. Und das wird die nächsten Tage dann im Grunde genommen passieren. Und dann bekomme ich das korrigierte Geburtsdatum. Bin ich wieder 6 Jahre jünger. Dann geändert, dann auf meiner Residenz ja dann ausgestellt. So. Ich werde die nächsten Tage, wenn das Wetter dann Anfang nächster Woche wieder besser werden soll, werde ich dann hier die Küste entlang fahren. Ihr seht da hinten diesen Berg da. Und an diesem Berg, an der Spitze dann da vorne, da beginnt im Grunde genommen die, ja, oder sagen wir so, da beginnt die Steilküste, da hört der Strand auf. Also der Strand hier wirklich geht fast durch bis zu dem Berg da vorne. Und da werde ich dann mal schauen, das ist ungefähr 30 Kilometer weg, da werde ich dann mal schauen, was dort machbar ist mit kleinen Buchten, wo man dann direkt mit dem Auto ranfahren kann und dann dort direkt ins Wasser laufen kann. Also laut Google Map gibt es da einiges, ich habe also da einiges schon gesehen. Und da werde ich dann mal mich hinbegeben und werde dann mal schauen, was dort machbar ist. Aber das geht halt nur, wenn wirklich ein bisschen sonniger Tag ist und nicht unbedingt schüttet wie aus Kübeln. Ja. Und das soll nächste Woche dann wieder so 2-3 Tage sein. Und dann ist es wieder hier durchwachsen. So. Ihr merkt, meine Stimme ist auch ein bisschen rau. Ich habe bedingt durch diese extremsten Klimaveränderungen hier hin und her und her und hin, habe ich natürlich leichte Grippe und rauen Hals und muss öfters husten. Und ja, das ist natürlich auch nicht gerade angenehm. Aber was soll's? Also hier auch dazu mal ein Update. In Spanien, ich sag's jetzt mal knüppelhart, gibt es kein Corona mehr. Also du hast hier keinerlei Teststationen. Vermutlich in den Kliniken kann man das noch machen. Aber es gibt hier keine Teststationen mehr, wo Corona-Tests gemacht werden. Und es gibt auch keine Maskenpflicht mehr. Also Maskenpflicht ist auch komplett weg. Man kann überall hin ohne Maske. Und das sieht man auch immer mehr. Viele Leute haben noch eine auf. Ich zum Beispiel variiere, je nachdem, wo ich hingehe, setze ich auch noch eine auf, Supermarkt oder so. Ich finde das auch gar nicht schlecht. Aber ansonsten ist hier das Wort Corona, ja, ist vorbei. Ne? Man kann hier natürlich seine Impfungen immer noch machen lassen. Das ist ganz klar, wer will. Die vierte Impfung ist da irgendwo im Anrollen, aber es ist, so wie ich das hier sehe, freiwillige Basis, ist also kein Muss. Ja, ihr Lieben. Und jetzt geht es wieder zurück. Ich hoffe, es hat nicht allzu viel gerauscht. Hier nochmal ein Blick über die leere Promenade. Und also kein Vergleich zum
letzten Wochenende, wo da hier Menschenmassen sich natürlich bewegt haben. Ne? Und ja, Osterwochenende, da kommen natürlich alle aus Madrid, aus Alicante, überall her, aus Valencia und genießen natürlich die Strände. Ja, zwischendurch habt ihr ein paar Bilder gesehen vom Bauprojekt und ich werde euch da natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Ihr habt also immer Stück für Stück kriegt ihr Updates. Und wenn wir mit dem Pool loslegen, klar, das wird dann ein bisschen größeres Projekt, wo ihr dann dabei sein werdet. Gut. Okay, ich freue mich natürlich immer über Kommentare unter das Video, über kleine Abos, über die Glocke, die ihr aktiviert, um hier auf dem Laufenden zu sein, was der Uwe so macht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.